Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr am Start seid. Und heute gibt's mal ein bisschen wieder was Verrücktes, vielleicht zumindest in die Richtung. Wir spielen nämlich Garen Midlane. Garen Midlane mit schön viel HP-Regeneration und natürlich Dark Harvest, denn ich habe mir gedacht, das Ganze soll natürlich knallen. Ihr Fliegen, verpisst euch jetzt. So, ja, wir spielen gegen Vel'Koz. Er ist an sich, glaube ich, ein relativ ekliger Gegner. Aber er teleportet, ja. Das öffnet natürlich einige Möglichkeiten. Das Ganze hier ist natürlich auch ein Rank. Das heißt, ja, wir sollten besser nicht trollen, denn wir wollen natürlich auch nicht geflamed werden. Das ist immer so unser Ziel. Meine Grundsatzidee ist ja, du kannst alles spielen. Verpiss dich jetzt. So, was du möchtest, du darfst dabei nur nicht sacken, ne? Wenn du ein Rabadons auf Garen spielen willst und 6-0 gehst, dann mach das. Das ist okay, dafür wird dich keiner flamen. Wenn du dann natürlich 0-6 gehst, dann wird's halt schwierig. Na, und wir machen jetzt hier, damit rechnet er nicht. Und damit kommen wir. Okay. Gut, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber Leute, ich habe nämlich für den Fall der Fälle, habe ich mir was ganz, ganz Spezielles überlegt. Und zwar haben wir nämlich Hexflash mit. Ja, das heißt, wenn alle Stricke reißen, werden wir ihn einfach Hexflashen. Und wir haben ja auch unsere AP-Regeneration hier am Start. Deswegen, ich denke, wir kommen irgendwie durch die Lane. Bis er einmal einen Fehler machen wird und dann geben wir ihm komplett. Das ist der Plan quasi. So, wir machen jetzt noch einmal einen Punkt eben in die W. Dann können wir schon mal diese Stacks sammeln. Zumindest wenn wir hier auch Minions kriegen oder auch nicht. Okay, er gibt uns, deren Team auf jeden Fall, die haben Kha'Zix, die haben, ja, ein paar nervige Champions, Fiora noch mit dabei, Lister, komm, den, Alter, was ist los? Leute, okay, unsere Passive braucht auch super lange zum Regen, wie viel geht das hoch? Auf 7-3, okay, das ist aber cool. So, wir machen mal noch einen Punkt in die Q rein. Na, er denkt jetzt so, yo, er gibt mir volle Möhre und so, er ist voll cool, aber der wird noch sehen, Leute. Er wird noch sehen, oh, guck mal, hier kommt sogar ein Gank, da sehe ich mich, ich habe leider noch keine E, aber ich kann ihn lange silenzen, Leute. Und jetzt denkt er nämlich, und jetzt geht's los. Jetzt machen die weh. Und jetzt sind wir drauf. Auto-Tech. Ja, okay, das war... Ja, Auto-Tech. Kann ich noch einen Stark Harvest? Stark Harvest? Ja. Ich könnte... Ich hätte ihn wahrscheinlich killen können mit Flash Q Ignite. Aber weggelaufen ist nicht weggegettet. Ne? Der wird schon noch sehen, Leute. Aber der Teleporter, der wird jetzt wahrscheinlich teleportieren und wiederkommen. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt regenerieren. Wir haben 170 HP. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Oh, er ist sogar noch da, Leute. Wir gehen eben für Level 4, würde ich sagen. Er hat ja kein... Ah, noch einen Pot, aber er benutzt ihn nicht. Hier, riesiger Fehler, Leute. Riesiger Fehler. Vielleicht will er mich auch baiten. Aber wir regenerieren einfach ein bisschen HP. Oh, jetzt hat er gepottet. Jetzt müssen wir rauf. Shit. Okay, er ist am Potten, Leute. Das ist wirklich gerade das Problem, dass ich nicht an ihn rankomme. Aber er wird noch sehen, Leute. Er wird noch sehen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir können ja auch eben auf Dark Harvest warten. Ist auch gleich wieder ready. Wir könnten ihn einfach anflashen. Das könnte funktionieren. Meint ihr, wir haben genug Schaden? Ich meine, die Frage ist, werde ich überleben? Wir sollten vielleicht vorher ein bisschen regenerieren. Ein bisschen wenigstens. Hier ein Auto-Tank. Regenerieren. Ich bin Garen. Wir lassen ihn jetzt ein bisschen kommen und er denkt so, yo, voll cool. Er hat auch kein Mana mehr, Leute. Er denkt jetzt so, und jetzt gleich, wenn er mich pauken will, dann krieg ich ja. Jetzt hab ich ihn. Ich hab ihn. Jetzt hab ich dich. Later. Sehr schön. Schön, Leute. Na, da haben wir den Wurm gejagt. Ich bin ja professioneller Wurmjäger tatsächlich. Von Profession her. Sehr schön gemacht. Ich denke, wir packen ja auch mehr Punkte in die Q rein, weil... Ja, das Rankommen ist hier wahrscheinlich das Wichtigste. Bei Garen gerade. Zumindest in dem Matchup hier. Ich mag auch die Q sehr gerne, weil der Gegner ein super langer Silence ist. Man schneller läuft, man länger schneller läuft. Ist schon einfach cool. So, Frage ist natürlich jetzt itemstechnisch. Was machen wir da? Auf was für eine Idee, auf was für eine Basis gehen wir? Wir wollen natürlich böllern, das ist klar. Oh, guck mal hier, ich wollte... Habe ich das durch Flash ausgelöst oder durch mein Q, Leute? Weil ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das benutzen kann, aber wir werden sehen, habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, wir werden sehen. So, wir machen jetzt einfach mal Schwerter. Das ist so der Anfang, oder? Also, ja, müssen wir mal schauen, ne, ob das jetzt durch meine Q geht. Weil ich bin, weiß bis heute nicht, ob man durch schneller Laufen auch diese Rune prockt. Das heißt zum Beispiel durch Scanner W oder sowas. Ne, I have no idea about. So, Alter, diese Fliegen, warum sind die immer nur an meinem Bildschirm? Ich verstehe das nicht. I don't understand. So, wir haben jetzt schön Ultimate. Hexflash ist auch ready, Leute. Die Frage ist, wo ist Vel'Koz? Okay, Vel'Koz ist gerade unten. Ich würde sagen, wir pushen ihn durch und dann fangen wir Vel'Koz ab, nachdem er nach oben kommen will. Vielleicht stirbt er da unten auch. Oder gehen wir für eine Platte? Ne, ich glaube, wir fangen ihn ab, Leute. Ich bin nämlich Abfangsimulator, Main. Wir warten hier. Ich hoffe, ich komme hier schnell rein. Ah, shit. Okay, aber vielleicht komme ich ja zu ihm hin. Passt auf. Ja, okay, aber er hat mich zu mir hingeworfen. Aber ist okay. Dann tun wir so, als würden wir weggehen. Aber er will ja immer noch kommen. Na, er will immer noch kommen.
Das heißt, wir warten jetzt trotzdem einfach auf ihn. Oh shit, er. Wir tun jetzt so, er sieht mich, dass ich hierhin laufe. Das sieht er. Und jetzt laufen wir aber wieder hierhin, weil er denkt, dass ich auf die Lane gelaufen bin. Ich bin nämlich einfach ein Mastermind. Okay, er geht nach oben rum. Runde geht an ihn. 1-0 Vel'Koz, wobei 1-0 Garen. Gut, dann nehmen wir hier ein paar Minions mit. Sehr gut. Lass ihn nämlich, da hat er nicht getroffen. Wie sieht's oben aus? Können wir... Nee, ja. Oh, 6 gegen 4. Die ist ja komplett am Ende. 0-2 schon. Ja, geil. Aber sie überlebt. Nee, okay, wollte schon sagen. Wollte auch schon sagen. Ich hätte aber auch hier Sacht. So, Leute, wir können... Wir müssen ihn ein bisschen pushen lassen. Oder wir gehen Botlane. Wir können auch anfaken, Botlane zu gehen. Und gehen dann... Hier ist ein Ward. Hier ist ein Ward. Hier sind auch ein paar Melonen. Und jetzt gehen wir entweder Botlane oder wir gehen einfach wieder in die Mitte. Guck mal, er hat keinen Mana. Wir Hexflashen jetzt einfach. Hat er hier Vision? Sieht aus, als hätte er hier Vision. Okay, dann gehen wir jetzt wieder weg. Ja, er hat Vision. Okay, dann. Nee, komm. Obwohl, nee, wir müssen nach unten, Leute. Wir müssen nach unten. Das sieht hier very makeable aus. Leute, go, 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 go. Ich bin da. Go for this. Musch, musch. Go for this. Ja. Brr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 r
Ich würde den Exi töten. Guten Tag, einmal bitte töten. Er hat leider, ich habe leider keine Ult, das ist das Problem. Und hier ist eine Kuh. Und, ja, okay, Dings ist tot, jetzt muss ich nur noch rennen. Renn! Garen nicht! Oh! Ich dachte, dieses Ding, Slowding trifft mich noch. Slowding. So, wir haben jetzt Ding hier fertig, ein Item. Ich komme, Leute. Coming for Christmas and for Tomorrowland. Passt auf, Leute, hier rechnet niemand mit mir. Passt auf, ich bin nämlich Assassin Garen. Assassin Garen Step 1, Assassin Garen Step 2, Assassin Garen Step 3! Okay, also ja, es hat fast... Kommt schon. Ja. Tschüss. Ich sag da tschüss. Also, Jomus wäre schon cool. Wir könnten auch beides kaufen, aber... Ich wollte halt auch vielleicht Crit bauen. Infinity, das ist so richtig brutzelt und spratzt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber... Ich prock Draktarblade, glaube ich, nicht mit der Q, oder? Ich glaube nicht. Wir machen erstmal Jomos, Leute. Wir machen jetzt beides. Was soll der Geier? Und danach, falls es so lange gehen wird, weil bisher spratzen wir ganz gut durch. Wobei, es geht eigentlich noch. Ich spratze durch. Wobei, Toplane auch und Botlane geht. Machen wir Draktarblade. Na, hier machen wir die drei Perlen der Verjüngung. Damit ich schön jung bleibe. Perla de Rinvigorimento. So, einmal noch gefarmt. Platten, Leute. Plattenpeter. Ich muss mal hier wieder ein bisschen platen. Platten. Geh mal weg. Dankeschön. Den auch noch? Ja, sehr gut. Gut. Oh, das ist gut an AD Garen, Leute. Guck mal hier, wie der Tower fliegt. Geh mal weg. Das ist meiner. Mist. Ich müsste eigentlich nochmal für den Tower gehen, aber... Okay, Leute. Wir haben Hexlash bereit. Wir warten hier. Wir bräuchten das rote Entwardungs-Item eigentlich. Shit. Okay, ich verstecke mich. Und jetzt laufe ich. Und jetzt mache ich erstmal das Wort hier weg. Irgendwie ist das gerade gefährlich, glaube ich. So ein bisschen. Aber vielleicht auch nur ein bisschen. Oh shit, Leute. Der Drache beschützt mich. Der Drache ist mein Freund. Tschüss. Hextech OP, Leute. Ich sag's euch. Es ist einfach OP. So, und jetzt gehen wir schnell pushen. Pushen, denn ich sehe mich da noch auf Platten, Leute. Platten, Tobi. Die auch noch fix. Machen wir noch einen Punkt in die E. Geht das ein bisschen schneller vielleicht? Weg damit. Haben wir schon maximale Stacks hier aufgebaut? Steht das irgendwo? Keine Ahnung, 27. So. Oh, Platten 30 Sekunden, Leute. 30. Her damit. Gib. Komm, da machen wir noch, ich sag noch, zwei Platten machen wir, Mac. Bis hier. Ja. Bring. Komm schon, da geht noch was. Do it. Ja, das reicht 12-mal. Schön, und weg. So, guck mal, jetzt haben wir noch ein weiteres AD-Item. Richtig geil. Okay, Kha'Zix ist ein bisschen fett, aber Leute, der wird noch sehen, der Kha'Zix. Der wird noch sehen. Hier einmal durchgedreht. Wir könnten ihn eigentlich one-shotten. Sollen wir ihn one-shotten? Nee, Leute, ganz ehrlich, ich bin jetzt auch kein Miesel-Peter so. Außer wenn er mich jetzt interruptiert, dann werde ich ihn one-shotten. Ich meine, ich könnte schon. Nee, komm, ich bin kein Miesel-Peter, denn ich stehe für Fairness. Und deswegen werde ich jetzt erstmal Kha'Zix one-shotten. Weil Kha'Zix hat 4-2. Und das geht nicht. Das ist unerlaubt. Also ja, ich meine, ich könnte ihn so Drive-By-mäßig töten, aber... Okay, passt auf. Wir machen einen Deal. Ich benutze keine Ultimate von ihm. Wenn er ohne Ultimate stirbt, cool. Ansonsten nö. Okay, das war's schon. Gut. So, und auch kein Flash. So, wir gehen jetzt Käfer jagen. Der Käfer hat gerade, glaube ich, den Drachen gemacht. Das heißt, er macht jetzt sein... Ah, oh, Brudi. Komm. Ja, komm. Jetzt ist aber auch gut gewesen dann. Irgendwann ist auch einfach gut gewesen dann, ne? Möchte ich also sagen. Du auch noch? Komm, da gehen wir deep, Leute. Oh, lol, die habe ich einfach... Lol. Die habe ich... Lol. So viel Damage? Brudi. Ich dachte, ich mache Q-Ultimate. Die war einfach sofort tot. Ja, schön. Okay, wir sind gestorben. Wer hat das Geld bekommen? Kha'Zix, Brudi. Okay, Kha'Zix ist auf der Käferfahndungsliste, Leute. Radar, Käferradar ist da. Wir brauchen das Käferschnitzelmesser. Hier, das bauen wir jetzt auch. Und er steht jetzt auf der To-Go-Liste quasi. Wir müssen halt gucken, ob wir es proppen können. Und Leute, Mann, ey, ich achte nicht drauf. Habe ich das? Das geht nur durch Flash, oder? Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. I have no idea about. So. Wie sieht's aus? Filola, Kha'Zix. Wir werden jetzt Kha'Zix jagen. Kha'Zix macht gerade seinen oberen Jungle und danach wird er zu seinem unteren Jungle gehen. Deswegen gehen wir jetzt direkt schon mal, weil wir noch ein Stückchen laufen müssen, zu seinem Blue Buff. Und dort werden wir ihn interventieren. Das natürlich... Alistar, das ist wie bei... oh shit, er hat mich... Oh shit.
Nein, jetzt weiß er, dass ich hier bin, oder? Da war irgendwo ein Wort. Aber ich sneak mich einfach vorbei. Ich bin ja Assassin, Garen. Go, go, go. Oh! Oh! Brrr, jetzt haben wir ein Problem, Leute. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Wir sind isoliert. No! Okay, boah. Okay, 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 okay. Brudi? Ich war erstens zu langsam. Das war Punkt 1. Und diese Fliegen. Die musst du irgendwann sterben. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist ohne Witz. Du bist so auf der Liste. Ich habe ihn auch nicht gecued, oder? Glaube nicht, ich habe nur gedreht. Wenn der eine Q kassiert, Leute, ich schwöre. So, nächstes Item wäre, glaube ich, Infinity Edge. Nen Infinities quasi. Oder ein Essence Reaver, ist auch cool. Ist eigentlich beides. Ich weiß nicht, ob der Crit-Wert, also das hier unten. Ich glaube, das scaled nicht in diese E mit rein. Ich glaube, nur der Crit, die Crit-Chance scaled in die E mit rein. Das heißt, Essence Reaver, klar, hat ein bisschen weniger AD, wenn wir very honest sind, aber es gibt 20% CDR. 20% CDR ist geil, Leute. Kann man nichts sagen. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall den Käfer suchen, Leute. Der ist sowas von listed. Sowas von gelistet ist der Boy. Wir fragen mal, ob ich kurz den Red haben kann. I need for Cave Hunt. So heißt es bestimmt auf Englisch. Okay, ja, sie sagt nichts. Gut, das ist wohl ein Ja. Auto-Tag Q. Ey, guck mal, er ist sogar hier. Leute, er ist sogar auf meiner Liste. Wir werden jetzt, ab jetzt sind wir, gerechtigkeitsgesteuert. Wir werden immer den hunten, der hier auf meiner Liste steht. Das ist Garen. Das ist mein Garen. Das ist mein Weg des Ninja. Gerechtigkeits-Garen. Yo! Brudi, 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 komm her! Oh, der ist aber auch wirklich... Aber ich gebe nicht so schnell auf, tatsächlich. So schnell gebe ich nicht auf. Ich gebe nicht so schnell auf. Gerechtigkeits-Garen steht für Gerechtigkeit! Okay, das ist ein bisschen... Gut. Gut, nun. Nun. Der wird aber noch... Leute, ohne Witz, es ist einfach so ein Endboss, wie so in so einem Game. Okay? Okay, okay, ich kill einfach... Ganz ehrlich, ich kill einfach sie. Alter, ich komme nirgendwo ran, Hilfe! Nicht sterben! Garen, bitte nicht nochmal! Don't die! No! Renn! No! Ja, gut. Ich lässt nicht, wann es ist bekommen. Leute, okay, wir gehen kurz farmen. Puh, das ist auch wirklich, also das ist so, als wenn du in so einem Endgame-Boss die ganze Zeit versuchst, so einen Boss zu endgamen. Aber es geht einfach nicht. So, du tries und tries. Immerhin regen wir richtig gut HP, das ist wenigstens etwas. Es geht einfach nicht. Oh, jetzt ist Velkes auf meiner Liste. Ja, also nicht, dass ich mich hier irgendwie drücken will, aber Gerechtigkeitsgeld steht für Gerechtigkeit. Deswegen müssen wir hier jetzt in Velkes erstmal holen. Ich habe gesagt, wer da steht, der stirbt quasi. Das ist, also ich sag aber jetzt nicht nein zu Käfern, Leute, ne? Wie viele Stacks haben wir? 9. Da einmal gedreht. Passt auf, Leute. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr versteckt euch hier. Eigentlich bräuchte ich ein Ward, aber das ist zu früh, glaube ich. Aber ist egal! Naja, okay. Mann! Ich reporte alle nach diesem Game. Garen braucht ein Rework. Das funktioniert so nicht. Ich brauche halt wirklich, ich muss halt wirklich wie ein Turbo-Assassine spielen. Ich muss, glaube ich, wie Garen spielen. In Büschen warten einfach. In Büschen warten, bis jemand reinkommt. So spielt man Garen. So, wir warten jetzt hier. Oder wir flashen einfach hier drüber und töten ihn. Das geht auch. Geht ihr was? Tschüss. Nee, ist okay. Also, das ist okay tatsächlich. Das kann man machen. Das ist von Stiftung Garen Gerechtigkeitstest abgesegnet worden. So, gut, dann gehen wir mal. Oh, Botlane ist Action. Da müssen wir eben mal interventieren. Also, Sense River, Leute, oder Infinities? Ja, ich weiß nicht, wir kaufen erstmal ein Schwert. Dann, ja, dann kaufen wir erstmal das. So, braucht man das hier? Okay, das braucht man für beides, ne? Okay, das passt. Sehr gut. Sehr gut. So, wer steht auf meiner Liste? Käse. Käse wird gejagt. Gut. Oh, Käse ist da. Ich komme. Allerdings ohne Ult und mit Alistair zusammen ist das sehr harsch. Wir müssen also wirklich gut überlegt, Leute. Das ist ein High-End-Verbrecher. Wir brauchen Ultimate. Darius, I need you for Cheese Hunt. Wir müssen Käse jagen. Es kann sein, dass sie da in dem Busch ist. So, okay, ich habe Ultimate. Die sind am Fighten. Sehr gut. Jagd, das ist Teamarbeit. Sie jagt sie in meine Hände.
So funktioniert das nämlich, Leute. So funktioniert das. Und ich mache auch so einen Dank drauf. Schön. Ne? Nach einer guten Arbeit kommt die Belohnung. Deswegen kaufen wir... Good job, Aaron. Good job, Police Darius. Ich glaube, die denken alle, ich bin behindert. Vielleicht bin ich das auch. Ein bisschen. So. Oh, guck mal, jetzt habe ich mich schon für einen Find jetzt entschieden. Nur gut. Jetzt, wer ist auf meiner Liste? Käsix quasi. Der Bug. Der Käsix. Gut, dann werden wir jetzt... Den müssen wir halt wirklich... Oh, ich spüre was. Mein Käferradar schlägt aus. Käferradar. Ich bin schnell, glaube ich. Könnte sein. Käferradar. Und... Bläh. Was? Weg. Ich dachte... Hä? Irgendwie hat der keinen Schaden bekommen. Habt ihr es gesehen? Was war das, Leute? Jetzt mal ehrliche Frage. Was war das? Der hat keinen Damage bekommen. Stoppen Sie das. Okay, ich habe jetzt keinen mehr auf der Liste. Das heißt, ich kann mich jetzt... Solange da keiner auf der Liste steht, bin ich raus. Ich habe nichts zu tun. Donut-Polizei. Erstmal zur Donut-Station. Donuts holen. Hä, aber der Käsix hat keinen Damage. Ach, er hat sich geheilt, glaube ich, im selben Moment mit seiner W. Das kann vielleicht sein. Aber heilt sie so viel, Brudi? Vor allem Black Cleaver Käsix. Das ist so... Was sagt man? Beschlagnahmen? Confess? Elise, I confess this red. Ne, nicht Triss. I. Oh, guck mal, sie sagt sogar, nee, danke, weil ich hier halt, ne? Ne? Schön. So, es ist niemand markiert, Leute. Dann nehmen wir einfach, dann jungeln wir jetzt einfach. Und wir sind quasi auf Streife, laufen so ein bisschen rum und suchen Übeltäter. Na, so Streifenpolizei, Donutpolizei, durch die Gegend fahren. Kriege, verpiss dich. Der ist nicht zu schnell, das ist in Ordnung. Kann man so absagen, oder... Na, hier, das hier ist ungewünschtes Graffiti. Das muss weg, zack. Bitte nicht, ja. Naja, das ist ein bisschen harsch, aber... Brudi, was ist los? Leute, nee, hä? Okay, also, stopp, hallo? Wir brauchen die Verstärkung auf der 3. What the hell? Also, okay, die sind auf jeden Fall auch... Die sind immer zusammen, die beiden Boys. Die machen echt freudig. Okay, gut. Okay, der Alistair, überlebe. Also okay, wahrscheinlich habe ich jetzt hier, sie ist wieder markiert, Käsix. Oh, schade, aber ein Auto, ja, oh, das reicht nicht, wirklich nicht. Wirklich nicht, aber dafür rennt unser Team gerade durch die Mitte durch, das ist gut. Das ist eigentlich worth, würde ich sagen. Kaiser, last chance to come with hochgehobene Hände, hands out. I, number bis 3. 2, 3. So. Auf geht's, Leute. Wir müssen sie bei... Das Problem bei Kaiser ist halt, sie wird ständig von Alistair beschützt. Ich muss sie quasi one-shotten, weil sonst bin ich tot. Das ist quasi der Deal. Hier, das ist unangebrachtes Eigentum. Weg damit. Okay. Ja, sie will sich anscheinend nicht ergeben. Gut. Gut. Dann soll es so sein. Dann soll es so sein. Hier ist ein Käsix. Nee, Brudi. Hätte ich töten können, aber ich muss hier... Oh, lol. Also ich hätte Käsix töten können, aber mir ist es wichtiger, hier Kaiser zu töten. Also sie ist auch legit fürs Game, glaube ich, wichtiger zu töten. So, Leute. Let's go. Ja, okay, nee, Leute. Ich weiß nicht. Das ist... Wir brauchen mehr Team. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen hier definitiv mehr... Also da... Ich weiß nicht, Alter. Bin ein bisschen... Ja, okay, jetzt ist der richtige Moment. Frrrrabi, du... Was? Leute! Let me go! Hilfe! Zu Hilfe! Oh. Ich konnte nicht ulten, ich habe ult gedrückt. Und dann war sie unsichtbar. Oh, man! Oh, Gott! Guys, we got a group. Ich will das auf jeden Fall gewinnen. Also nicht, dass das... Ne? Also ich wusste auch nicht, dass Darius... Er hat echt länger... Ich muss zugeben, er hat länger überlebt, als ich dachte. Ich dachte, er wäre sofort tot und dann lohnt sich nicht reinzugehen. Aber er hat richtig lange überlebt. So, Essential River, Leute. Glaube ich jetzt, oder? Oder Doppel-Infinities.
Ja, fast gut. Scheiße, Baron ist weg. Ich muss jetzt echt jemanden assassinieren, Leute. Oh, die machen den gar nicht? Dachte ich. Cool. Jetzt aber nicht sterben. Bin unterwegs. Ihr Freund und Helfer ist unterwegs. Oh, die überleben alle mit 3 HP. Tristana, ja, nee. Ja. Nee, das war nix. Darius und ich, wir sind Police Garen und Darian. Das könnte gehen. Das könnte funktionieren. Okay, die Kuh ist auf jeden Fall schon mal weg. So, das ist Step 1. Jetzt müssen wir uns reorganisieren. Reorganisation wurde gestartet. Jetzt müssen wir nur den Takeover machen. Oh, damn. Nö, Schild ist an. Oh. Leute, Garen braucht ein Rework. Garen, was soll ich sagen? Oh Gott, er hat mich getroffen mit seiner Q. Das war's. Nee, das war's. Aber immerhin ist deren Base so ein bisschen kaputt. Damn, Lord. Ich brauche irgendwie... Eigentlich bräuchte ich Righteous oder so, aber... Nee, ich muss einfach... Diese Situation war halt eine Unglückssituation, so genannt. Wir müssen einfach... Wir müssen wirklich in Büschen warten, Leute. Das ist, was wir machen müssen. Guck mal, wir kaufen uns jetzt nochmal Crit. Jetzt haben wir nämlich... also unser E, keine Ahnung, was da steht. Sie crittet einfach jetzt. Wir müssen wirklich einfach in Büschen warten und Leute one-shotten. Habe ich schon Damage mit Draktablett gemacht? Weiß man nicht. Hat das schon immer so wenig AD gehabt? 55? Ich dachte 60. Also es wird schon 20 Mal genervt irgendwann, ne? Ja. Okay, hier steht 400. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt scaled oder nicht. So, ich bin da, Leute. Ich bin da. Die ist noch... Go for this. Okay, nee, ja, okay, ich habe ihren Flash bekommen. Jetzt muss ich aber raus. Bitte nicht sterben. Ich will nicht sterben, bitte nicht. Nein, nein. Ah, Hilfe. Okay, ich lebe. Sehr gut. So, ich muss jetzt Positionierung, Leute. Wir müssen uns wirklich gut positionieren. Wir müssen Positionierung einleiten. Wir könnten... Harra! Harra, 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 harra. Harra! Okay, die ist tot. Sehr gut. Auto-Tech und Flengo. Flengo. Oh, aber hat nicht gereicht. Aber ist cool. Okay, passt. Oh, hier geht's richtig rot. Und den jetzt. Spratz. Oh, hat nicht gereicht. Aber es sieht gut aus. Triple Uccisione bei Garen. Huff. Hier machen wir das. Oder sollen wir Doppel Infinity? Sieht cooler aus, ne? Doppel Infinity sieht einfach cooler aus immer. Hat auch ein bisschen mehr AD. 80er. Das hier hat wie viel? 70er. Ja, gut. Aber dafür 20er CDR. Wir sind halt aus Papier, das muss man sagen. Aber wir machen tons of damage. Call me daddy. Was für call me daddy? Hat der gerade alle gekillt oder was? Nee, keine Ahnung. Er wird mich gleich. Call me daddy, also ist er so ein Sugar Daddy. Sugar Daddy stehen auf der Fahndungsliste. You know that Sugar Dads are on the takeover list? So, wir werden ihn dann jetzt hier, er ist sogar auf der Liste hier. Wir haben einen Funkspruch auf der 344. Ein Sugar Daddy macht hier Dinge. Bitte festnehmen. Hier, Garen, an Police-Streife. Bin unterwegs. Oh, hier. Das muss weg. So, wir müssen ihn natürlich erst jetzt, glaube ich, erstmal shoppen. Und nachdem er shoppen war, geht er in die Mitte. Das ist so, wie das Leben funktioniert. Alarmanlage ist an. Wir können aber auch hier, wir warten. Polizei wartet ja auch immer im Busch. Und dann kommt sie auf einmal raus. Und dann, wieso stirbt sie so früh? Vielleicht kommen wir aber noch hin? Nee, okay, scheiße. Mann, dieser Alistair, der nervt. Aber da kommt Velkis. Der kommt da gleich. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay, der ist tot und ich bin weg. Later. Oh, okay, scheiße, Leute. Aber Lux ist auch wieder komplett random gestorben. Aber wir haben Velkis gekillt. So, Sensory war da. Don't die solo. Ich meine, ich bin... Ja, bin ich solo gestorben? Sie ist solo. Alle sind... Hier, wer war das? Lux ist solo gestorben. Ich meine, ich bin after solo gestorben, kann man sagen. Also ich bin eigentlich nicht solo gestorben. We still can win just group. Ja, ich bin nicht 1v8 vorgemoved. Ich meine, hä? Ich musste hier... Lux ist gestorben. 1-9. Wie ist das? Was soll ich tun? Was soll ich tun, Leute? Mal Hands are tight. Die sind gebunden. So, wir haben auf jeden Fall 400 AD und ordentlich Crit. Wie viel Crit haben wir? 50er. Könnte mehr sein, aber ist okay. Ohne Witz, dieser scheiß Alistair, ne? Mit seiner scheiß Beschützungsmaschine da. Ich brauche Flash, wobei ich den gerade verschwendet habe. Für Kaiser. Flash into Kaiser.
Und am besten, dass Alistair nichts mehr hat dann gerade in dem Moment. Und ich habe immer noch niemanden in den Busch gefangen. So, ihr geht, ihr, hier ist keine Spielstraße, weg mit euch. So. Aber irgendwo ein Wort, aber scheiß drauf. So, ich muss jetzt hier irgendwo... Okay, da ist Käse irgendwo. Wir machen den... Du scheiß Kuh, jetzt ist vorbei mit hier immer mich wegschubsen. Die Zeiten sind vorbei. Times are over. Oh, da ist ein Käsix. Ein roter Käsix. Auf Wegfahrung. So, du bleibst jetzt erstmal hier. Und Slengo. Schön. Schön, schön, schön. Guck mal hier, was für GG und we lost. Und Leute, ist free game. Sag ich doch, haben wir gewonnen? Könnte sein. Bleh. Bleh. Auto-Tag. Au, 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 au. Heiß, heiß, heiß. Bleh. Oh, ich hab immer noch. Bleh. Ja, schöne Runde, Leute. Schöne, schöne, schöne Runde. Und am Ende siegt die Gerechtigkeit. Euer Gerechtigkeits-Garen. In eurer Stadt. Auch auf Tour. Ja, ich bedanke mich. Wie viele Punkte kriegen wir? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Very welcome alles. Bre, so. Gerechtigkeitsgern. Jetzt habe ich Darius, mein Police Officer natürlich gehonert. 20er, schön. Ich wünsche euch was. Haut rein, auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Tschüss und goodbye. Miau, miau. Mua. Très bien, très bien, très bien, très bien.